Herzlich willkommen zu maschinenorientierten Programmieren. Wir schauen uns die Übung 3.10 an. Wir berechnen die Zahl Pi näherungsweise über den Umfang zweier n-Ecken. Nimmt man nämlich den Mittelwert des Umfangs der beiden n-Ecken, die zum einen im Einheitskreis liegen und zum anderen gerade außerhalb des Einheitskreises liegen, dann nähert sich der Mittelwert, je größer wir die Anzahl der Ecken der Kanten wählen, eben immer stärker der Zahl Pi. Wir möchten erstmal das Ganze rekursiv berechnen. Sie finden die Angaben der Formeln und im Buch ist da ein Fehler. Sie müssen oben multiplizieren und unten addieren, also für UA im Zähler multiplizieren und nicht wie in der Angabe im Buch addieren. In Teilaufgabe A soll man eine Hilfsfunktion schreiben zur Berechnung des Umfangs UA, des außenliegenden NX. Der Umfang ist eben gegeben und er berechnet sich rekursiv aus dem Umfang eines N-1X. Also schreiben wir die Funktion UA. Sie gibt einen Double-Wert zurück. Das ist Teilaufgabe A. Ich nenne sie jetzt auch ganz einfach UA, bekommt einen Integer-Wert, die Anzahl der Ecken. Wir sollen für das außenliegende Vieleck die Kantenlänge 1 annennen. Das heißt, der Umfang eines Vielecks mit Kantenlänge 1 wäre dann natürlich 4. Das heißt, für den Fall, dass unser n kleiner gleich 4 ist, also unterhalb eines Vielecks brauchen wir gar nicht das Rechnen anfangen, sagen wir einfach, der Rückgabewert ist 4.0, also 4 mal der Kantenlänge 1. So, und wenn wir jetzt die Formel betrachten, dann sehen wir, dass im Nenner und im Zähler jeweils das UA von n-1 und das UI von n-1 steht. Wir können natürlich ganz einfach die Formel so hinschreiben, wie sie gegeben ist. Effizienter ist es, wenn wir uns Werte, die wir mehrfach verwenden, vorher berechnen lassen. Das heißt, ich lege mir jetzt einfach ein Double UA n, ich nenne es minus 1. Das ist dann natürlich die Funktion UA von n minus 1. Und ich lege mir noch das UI für den Innenumfang minus 1 an. Und das ist ein UI von n minus 1. Die Funktion UI haben wir noch nicht geschrieben. Wir sollen sie erst in Teilaufgabe B schreiben. Das heißt, damit sie bekannt ist, muss ich sie deklarieren. Also einmal UI int n Strichpunkt. Dann ist jetzt die Benutzung der Funktion UI erlaubt. Merken wir uns also den Wert davor. Jetzt teile ich auch, weil es übersichtlicher wird, das Ganze noch in Zähler und Nenner auf. Also der Zähler, und da ziehe ich jetzt mal die 2 noch mit rein, ist 2 mal das UA n minus 1 mal UIN minus 1 und der Nenner ist eben das UA n minus 1 plus UI n minus 1. Und dann können wir das Ganze einfach zurückgeben. Das ist Return unser Zähler geteilt durch den Nenner. Wir hätten das natürlich auch alles in eine Formel schreiben können. Wir hätten einfach nur mit einer Return-Anweisung die ganze Funktion angeben können. Ich finde es zum Debuggen immer schöner, wenn man einzelne Rechenschritte beobachten kann. Und es ist jetzt auch von der Effizienz des Programmes nicht schlechter, wenn ich Zwischenschritte mir in Zwischenergebnissen speichere. Soweit Teilaufgabe A. In Teilaufgabe B sollen wir das analog für UI ausführen, also der Umfang des Innenvielecks. Teilaufgabe B, gleiche Signatur, Double UI int n
das gleiche Spiel, falls das n kleiner gleich 4 ist, dann geben wir immer den Initialwert und das sind eben die vier Kanten mal 1 durch Wurzel 2. Wurzel 2 SQRT 2.0. SQRT ist eine Funktion aus Maß.h. Binde die oben noch ein. Also auch hier war ein Fehler in der Angabe, stand nur Wurzel 2. Es muss 1 durch Wurzel 2 heißen. Wenn n kleiner 4, dann geben wir eben jetzt, weil wir ein Viereck haben, genau 4 mal diese Kantenlänge von Wurzel 1 durch Wurzel 2 zurück. Und ansonsten ist ui definiert als die Wurzel von ua mal ui von n minus 1. Also da können wir jetzt einfach mal das in eine packen, dann sieht man auch den Vergleich. Die Wurzel von ua von n mal, und das ui ist wieder von n minus 1. So, damit haben wir auch den Innenumfang berechnet. Und in Teilaufgabe C sollen wir jetzt näherungsweise Pi berechnen, indem wir von 4 Ecken ausgehend die Eckenzahl bis auf 15 erhöhen. Also in unserem Main lösen wir die Aufgabe C. Und ganz einfach würde ich jetzt mal erstmal testen. Also ich würde jetzt einfach mal Pi ist gleich und wir geben jetzt mal einfach auf 16 Stellen vielleicht aus. Also Punkt 16f. Pi berechnet sich ja als Mittelwert von UA und UI. Das heißt, wir rechnen mal UA. Ich nehme jetzt einfach mal die 15 plus UI von 15 und dividieren das durch 2,0. Einfach mal, um zu testen, ob unsere Formeln richtig sind. Ich habe Zähler geschrieben, das muss Zähler heißen. Und eine Klammer vergessen, also ganz schön was los. So, jetzt sieht es gut aus. Und wir sehen, das Programm scheint einigermaßen zu funktionieren. Jetzt sollen wir das in Schritten von 4 uns anschauen. Das heißt, wir packen das jetzt einfach noch in eine Schleife. Int i gleich 4, i kleiner 16, wenn wir 15 noch ausgeben wollen, i plus plus. Geben wir aus. Ich sage noch die Anzahl der Näherung. Pi in Prozent D Punkt Näherung ist gleich. Und dann geben wir das I davor aus. So, also wir haben unser Prozent D, das ist unser I. Dann haben wir unsere Formel und das muss natürlich jetzt noch von I abhängen. Sonst geben wir immer das Gleiche aus. Mal schauen, das passt. Wir kriegen jetzt näherungsweise das i berechnet, also es geht los von 3,41, was gar nicht so schlecht als Näherung ist, bis hin zu 3,14, 59, 69 und so weiter. Was wir jetzt sehen, es ist relativ effizient realisiert, dadurch, dass wir uns das ua i minus 1 und das ui i minus 1 merken. Wir können mal beobachten, was passiert, wenn wir hier mehr als diese 15 machen, sieht man, dass jetzt hier es schon deutlich länger braucht. Also die Rekursion rechnet hier immer wieder die Vorgängerversion aus. Wir brauchen also jetzt schon einiges an Rechenleistung. Auch wird der Rechner relativ schnell warm. Was ich mit Ihnen jetzt noch machen möchte, wir setzen das wieder runter auf die 15. Ich möchte das Ganze nochmal iterativ ausrechnen. Wir greifen ja immer auf den letzten Wert zurück. Das heißt, wir können uns eigentlich in einer Schleife immer den letzten Wert merken. Also ich
füge jetzt einfach noch mal das Ganze hinzu, iterativ. So, ich merke mir das U A Alt, Außenumfang, das ist unser 4.0, das wäre also das N-1, und ich merke mir das Double UI Alt, und das ist unser 4.0. Ich kürze es jetzt einfach ab, geteilt durch Square Root von 2.0. Wir setzen das jetzt in eine Schleife, wieder von 4 bis i kleiner 15. So, wir können es erstmal ausgeben, wie gerade eben. Das heißt, ich kopiere mir die printf-Ausgabe. Jetzt allerdings aufgepasst, wir nehmen hier unser UA Alt. Das ist das vom aktuellen berechneten Wert. Jetzt bei uns Kante 4. UI Alt. Und wir dividieren das durch 2, haben wir den Mittelwert ausgegeben. So, was ist jetzt unser neues UA? Also ich nenne es UA neu. Und wir geben jetzt einfach nochmal die Formel an. Das ist ja 2.0. Wir sind jetzt oben im Zähler. Also UA alt mal UI alt. Und wir dividieren das Ganze durch UA alt plus UI alt. Damit haben wir die Außenkante berechnet. Und damit haben wir den Außenumfang berechnet, unser UI neu. Das I neu, wir sehen es ja oben noch in der Funktion, ist die Wurzel aus dem aktuellen UA mal dem Vorgänger. Das heißt, das ist unser SQRT von UA neu mal dem UI alt. Das war der Vorgänger. Und damit sich das Ganze in der Schleife wiederholt, können wir jetzt unser UA alt auf das UA neu setzen. Und UI alt ist unser UI neu. Und dann geben wir das Ganze natürlich nochmal aus. Okay, schauen wir, wie das funktioniert. Also iterativ, wir sehen die gleiche Ausgabe. Gut, wir haben jetzt nur bis 14. Wir machen beide natürlich kleiner 16, das wäre 15 Näherung, also die Näherung bis 15. Und wir kriegen unser Pi iterativ gelöst. Wir können das Ganze nochmal, damit man die Effizienz besser sieht, ich schiebe das mal in die Seite. Wir können jetzt nochmal beides auf 20 setzen. Dann sieht man, wie langsam das Rekursive braucht und wie der Rechner in die Knie geht und wie schnell das iterativ berechnet ist. Was ich gerade gemacht habe, dass ich hier diese Konstanten ändere, das ist natürlich schön, wenn wir das als Define angeben. Ich setze es mal wieder auf die 16. Und dann wird auch klar, warum natürlich hier gerne solche Defines angeben. Ich kann jetzt jederzeit hier die Anzahl ändern. Und wir kriegen jetzt entsprechend der Anzahl die Ausgaben. Man muss nicht an zwei Stellen im Programm das Ganze ändern. Wenn Sie Fragen haben, gerne, oder posten Sie Ihre Lösungen ins Forum. Ich schaue sie mir dann gerne an. Vielen Dank.